Fragen. Ich darf ganz herzlich im Namen des Teams des University Future Festivals Arne Pechstein und Martin Schwemmle begrüßen, die uns jetzt den Future Skills Navigator ans Herz legen. Und ihr stellt euch am besten selber noch mal kurz vor. Und ich ziehe mich ein bisschen zurück und bin ganz gespannt auf das, was ihr uns erzählt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Auch ein herzliches Hallo von unserer Seite. Ihr könnt unseren Screen sehen, richtig? Okay, davon gehen wir jetzt aus. Dann sagen wir ganz kurz ein paar Worte zu uns. Ich bin Arne Pechstein, habe einen Hintergrund ursprünglich in Biochemie-Neurowissenschaften, habe mich mit Lernen und Gedächtnis beschäftigt in meiner Promotion und bin dann der Frage nachgegangen, wie können wir das nicht nur akademisch beschreiben, sondern anwenden und über das Feld der Bioinspiration, also was können wir aus komplexadaptiven Systemen jenseits unseres Gehirns, also aus der Natur lernen, übertragen und damit unsere Welt, unsere Zukunft gestalten, transformieren in Organisation, in Gesellschaft. Und das hat mich auch zusammengebracht mit Martin. Martin. Ja, hallo, mein Name ist Martin. Ich bin vom Hintergrund Wirtschaftswissenschaftler, habe mich viele Jahre mit Innovation beschäftigt, zuletzt am Hasso-Platten-Institut und dort geforscht zu Design Thinking, zur Auswirkung von Design Thinking und New Work und kam dann über Arndt zum Thema Future Skills. Und wir haben jetzt gemeinsam Anfang dieses Jahres unsere The Future Company gemeinsam gestartet, um das Thema Future Skills in die Gesellschaft zu tragen. Was uns antreibt, ist nämlich Organisationen, und dazu zählen sowohl Unternehmen als auch Hochschulen und Schulen, zu Treibern für eine bessere Zukunft zu machen. Und wenn wir von besserer Zukunft sprechen, dann meinen wir bessere Zukunft für drei Teile, drei Elemente: für Individuen, für Organisationen und Gesellschaft und für den Planeten. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Steigen wir direkt ein. Wir leben gerade in Zeiten des Wandels auf ganz verschiedenen Ebenen. Da ist zum einen natürlich, wir wissen es alle, die Corona-Pandemie, und wir wissen noch gar nicht alle Auswirkungen und vor allem das, was sie mit unseren Kindern und Enkeln machen wird. Wir sehen an den Hochschulen und Schulen, wie sich das ausgewirkt hat auf die Generationen, die 2 Jahre lang im Kinderzimmer unterrichtet worden sind. Aber das ist ja nur ein Teil des Wandels, der gerade passiert. Wir haben geopolitische Verwerfungen, einen Krieg vor der Haustür. Wir haben eine Klimakrise und neue Formen des Protestes, mit denen wir umgehen müssen. Und das alles lässt die Wirtschaft auch nicht kalt. Also haben wir auch mit ökonomischen Herausforderungen und Krisen zu hantieren. Und als ob das nicht genug wäre, gibt es da ja auch noch Race Against the Machine, Mensch versus oder Mensch und Maschine. Die OECD hat in einer aktuellen Studie geschrieben, KI kann potenziell große Teile der Bevölkerung in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen übertreffen. Tja, wo bleibt denn da der Mensch am Ende? Wenn man jetzt diese Herausforderungen zusammenfasst, dann haben wir da 3 Elemente gefunden, die das zusammenfassen und beschreiben. Das sind die großen Zukunftsherausforderungen, vor denen wir als Individuen, als Organisation, aber letztendlich auch als Gesellschaft, als Weltengemeinschaft, also oder Staatengemeinschaft auch stehen. Nämlich die Frage, die Welt in immer größerer Komplexität, die sogenannte VUCA-Welt, ein Begriff, der ursprünglich aus dem Kalten Krieg kommt, für Volatilität, also starke Veränderungen, die Unsicherheit, die dadurch hervorgerufen wird. Wir können nicht mehr planen, wir können nicht kontrollieren, wir können nicht vorhersagen. Die Komplexität, die uns unermessliche wächst aufgrund von Vernetzung, aufgrund von exponentiellen Technologien, aufgrund globaler Netzwerke und die Ambiguität, also die Mehrdeutigkeit. Wir wissen eben nicht, welche Entscheidungen morgen noch gültig sind von denen, die wir heute getroffen haben, einfach weil sich ständig Dinge verändern. Wir müssen mit dieser Mehrdeutigkeit umgehen lernen und müssen letztendlich auf Sicht fahren, weil es diese Karte, diesen vorgeprägten Wege und Pfade und diese Kontrolle so nicht mehr gibt. Das macht was mit uns Menschen. Das heißt, wir sind zunehmend überfordert, überwältigt. Eine Kompetenzlücke tut sich auf, die eigentlich auch aus dieser alten Bildung kommt, die wir bis heute haben. Wir werden praktisch durch diese ganze Negativität, die uns auch ständig präsentiert wird in den Medien, dass die Welt alles schlecht ist und alles nicht funktioniert und uns dadurch auch emotional überfordert, hinterlässt sie uns hilflos. In der Psychologie wird das auch als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet, also das Phänomen, dass wir irgendwann lernen, wir sind machtlos, wir empfinden eine Ohnmacht und können nichts mehr tun und geben dann auf, selbst wenn wir es tatsächlich noch tun könnten. Denn wir haben ja trotzdem noch Gestaltungsspielräume. Das geht einher mit Sinn- und Motivationskrisen, dass uns Identität fehlt, dass uns diese Sinnhaftigkeit, diese Bedeutsamkeit fehlt. Das löst Zukunftsängste aus, verschiedene Sachen, auch Leistungsdruck, reinpassen, funktionieren müssen. Und auf der anderen Seite natürlich, gerade wenn wir jetzt im Hochschulsystem schauen, geht es ja nicht nur darum, was empfinden die Studierenden, sondern auch auf der lehrenden Seite. Was sind die Aufgaben, wie gehen wir mit diesen Zukunftsängsten um, wie bereiten wir Menschen auf Zukunft vor?
Und das geht natürlich dann ins größere Bildungssystem, das immer fragiler wird, nicht mehr geeignet ist. Wie machen wir uns, unsere Gesellschaft, die Individuen, uns Menschen zukunftsfähig, letztendlich die Menschheit zukunftsfähig? Das ganze System sehr träge, sehr starr, eine große Trägheit, die eben dazu führt, dass Innovationen sehr lange brauchen, oft Sachen auch vielleicht nicht kritisch genug hinterfragt werden und wir damit immer noch in diesem starken Wissens- und weniger im Kompetenzsystem sind. Und Kompetenzen sind aber eben das, wie wir gleich zeigen werden, die uns zukunftsfähig machen, weil das diese Wandelnotwendigkeit und diese Wandelkompetenz überhaupt erst ermöglicht. Und da sind wir auch schon genau bei der Brücke aus diesem Problem, aus den Herausforderungen hinein in die Lösungen. Und das sind die Zukunftstreiber. Wir haben uns gefragt, wenn wir jetzt diese Herausforderungen sehen, was sind denn die Elemente, die es braucht? Die es braucht im Hochschulbereich. Und zwar, und das ist ja immer das Schöne, dass wir die Dualität haben, zum einen für die Lehrenden, für die Dozierenden, für die Professorinnen und Professoren, aber auf der anderen Seite auch für die Studentinnen und Studenten. Also was brauchen die, die es vermitteln und was muss vermittelt werden? Und wir haben da insgesamt 6 Zukunftstreiber identifiziert, die wir Ihnen kurz vorstellen wollen. Der erste, motivierte Menschen. Das ist klar, intrinsische Motivation hilft sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden. Da wird, so haben wir es illustriert, ein Feuer entfacht. Und da ist eine Motivation da, ein Antrieb zu lernen, sich weiterzuentwickeln, nicht weil das System es von außen vorgibt, sondern weil es von innen als Notwendigkeit gesehen wird. Die Rolle der Lehrkraft, der Dozierenden ändert sich. Es geht hin zu der Frage, unterrichte ich nur? Nein, ich bin ja ein Befähiger. Ich gestalte Lernreisen und ich befähige Menschen, sich weiterzuentwickeln. Das stellt natürlich große Anforderungen an die Frage, wie funktioniert denn eigentlich Lehre? Und eben auch ein neues Rollenverständnis ist notwendig. Also wer bin ich eigentlich dann als Lehrender? Und wie kann ich auch als gutes Beispiel vielleicht vorangehen? Ein drittes, und das ist ein Begriff, den wir neu geprägt haben, ist die Nebelkompetenz. Arndt hat gerade eben beschrieben, was diese VUCA-Welt bedeutet. Hesse würde jetzt sagen, seltsam im Nebel zu wandeln. Also wir laufen da und überall um uns herum ist Nebel, wir können uns gar nicht orientieren. Es gibt gar keine Karte mehr, es gibt auch keine Wegweiser, wo wir abbiegen müssten. Und wir brauchen eine Kompetenz, uns in dieser Gesellschaft, in diesem Umfeld zu bewegen, zu navigieren. Das heißt, wir müssen wagen, einen Schritt zu gehen, zu schauen, ob wir in die richtige Richtung gehen und dann vielleicht den Weg anpassen. Nichts anderes ist agiles Handeln. Und das braucht es natürlich auch auf einer Systemebene höher. Deswegen ist es die Nebelkompetenz gepaart mit der agilen Hochschul- und Schulentwicklung. Der vierte Treiber ist die Wandelkompetenz. Und ihr seht ein Gehirn. Also die Frage, sind wir in der Lage als Menschen, im Kopf diesen Transfer zu machen? Sind wir in der Lage, die Zukunft als etwas zu sehen, das keine Bedrohung ist, sondern das eine Chance ist und deren Potenziale wir nutzen können? Also haben wir sowas wie ein Growth Mindset, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, das uns daran glaubt, dass wir uns weiterentwickeln können. Und das ist ja die Grundlage dafür, dass wir überhaupt Lernende und Lehrende sind, dass wir daran glauben, dass ein Wandel im Gehirn möglich ist. Rein biologisch ist das kein Thema. Neuroplastizität des Gehirns, es kann ständig sich weiterentwickeln, neu dazulernen. Aber die Frage ist, sind wir bereit dazu, das anzunehmen und anzuerkennen und dann auch entsprechend umzusetzen? Das ist das Stichwort für den fünften Zukunftstreiber, die Umsetzungskompetenz. Also wenn ich den Wandel im Kopf verstanden habe, kann ich ihn auch vom Kopf in die Hände bringen. Kriege ich die PS auf die Straße, bekomme ich das nicht nur von in mir selbst erledigt, sondern bekomme ich das in eine Organisation getragen, in eine Gesellschaft getragen. Also wird jemand, der als Changemaker erstmal für sich verstanden hat, dass Zukunft neues Denken und Handeln braucht, befähigt, dieses neue Denken und Handeln auch dort, wo er, wo sie tätig ist, auszustrahlen, in Unternehmen, in die Gesellschaft hinein. Und zu guter Letzt, Zukunfts- und Chancendenken. Hat wieder ein bisschen was mit dem ersten, mit der Motivation zu tun und auch mit der Nebelkompetenz. Also gibt es einen Nordstern, gibt es einen Orientierungspunkt, der mir Orientierung gibt? Gibt es eine starke Vision, auf die ich mich hinbewege, etwas, das mich antreibt? Und glaube ich dran, dass ich eine bessere Zukunft mitgestalten kann? Das sind jetzt 6 Treiber, die wir identifiziert haben und die auf Future Skills hinführen. Bleibt jetzt die Frage, wie gehen jetzt Future Skills dieses Thema an? Wie begegnen Future Skills diesen Herausforderungen? Genau, das sind im Prinzip 3 Elemente. Zum einen braucht es eine fundamental neue Haltung. Und da müssen wir raus aus dieser erlernten Hilflosigkeit, aus dieser Haltung, dass Menschen nun mal so sind, wie sie sind, rein in den sogenannten Growth Mindset. Also das Glauben daran, dass Menschen sich entfalten können, dass Menschen sich entwickeln können, dass sie das auch wollen, dass sie intrinsisch motiviert sind, sich zu verbessern
und ihr Potenzial weiter ausbauen und entwickeln. Das heißt, wir sind nicht fest in unseren Fähigkeiten, sondern wir können uns zeitlebens entwickeln, lifelong learning im Sinne der Potenzialentfaltung. Das ist auch das Zweite, dass diese Potenzialentfaltung führt nämlich zu einem neuen Menschsein im Individuum, in der Gesellschaft. Das heißt, Verantwortung übernehmen, Selbstwirksamkeit empfinden und wirksam werden. Das heißt, Zukunft gestalten. Und das ist dann die neue Perspektive, die wir damit auch brauchen, nämlich nicht klein-klein und isoliert und getrennt voneinander das Ganze zu zerlegen und dann hoffen, wenn wir es wieder zusammenfügen, dass es funktioniert. Das geht halt bei komplexen Systemen nicht, weil die einzelnen Elemente voneinander, miteinander in Abhängigkeit stehen, sondern wir müssen einen gesamtsystemischen Blick einnehmen und verstehen, dass es Wirkungszusammenhänge gibt, dass Dinge immer einen Einfluss haben auf das Gesamtsystem. Und diese systemische Perspektive ist unglaublich wichtig, um Zukunft zu gestalten. Die Frage ist jetzt, wie geht der Future Skill Navigator das ganz konkret an? Und was braucht es dafür, um eben genau diese Potenzialentfaltung, dieses neue Menschsein zu ermöglichen im Sinne einer positiven Zukunft? Wir haben dafür drei Elemente definiert, die zu einer besseren Zukunft führen. Das erste ist ein neues Denken, also das Mindset. Das zweite, ein Skillset. Das sind die Future Skills, die wir brauchen, um dieses neue Mindset quasi zum Leben zu erwecken. Und das Toolset, das hilft uns, das dann ganz konkret zu tun. Und in diese drei und am Ende auch kurz in die bessere Zukunft wollen wir jetzt nochmal ein bisschen detaillierter einsteigen. Legen wir los beim Mindset. Was macht dieses Mindset aus? Arndt hat gerade schon davon gesprochen, dieses Growth Mindset, dieser Glaube daran, dass man sich verändern kann, dass man sich entwickeln kann. Das ist ein Baustein davon, also Growth Mindset und auch Überflussdenken, also nicht Nullsummenspiel. Nicht, wenn ich was bekomme, dann bekommt jemand anderes ein kleineres Stück vom Kuchen, sondern der Glaube daran, wir können uns im Kopf weiterentwickeln, Growth Mindset, und wir können uns aber auch gesamtgesellschaftlich weiterentwickeln. Das heißt, wir können gemeinsam den Kuchen größer machen. Ein zweites Element, auch das hat Arndt schon angesprochen und das sehen wir gleich nochmal in den Systemebenen des Navigators manifestiert. Wir müssen systemisch denken und kollaborativ denken. Also wir brauchen ein Verständnis dafür, eine Haltung dafür, die sagt, wir agieren alle in verschiedenen Systemen. Dadurch spielt Kontext eine viel größere Rolle. Wir können tolle Konzepte nicht einfach nehmen wie eine Pflanze, eine Palme vom Strand und die irgendwo anders hinstellen und glauben, dass die da wächst. Funktioniert nicht, weil der Kontext ist ein anderer. Und Systeme heißt auch, wir müssen kollaborativ das angehen. Wir müssen zusammenwirken und zusammen losmarschieren. Das heißt auch Handlungsorientierung. Das heißt, es geht nicht nur darum zu denken, sondern es geht auch darum, was zu tun, das Ganze ins Handeln zu bringen und das verantwortungsvoll. Wir sprachen vorhin schon davon, dass es uns eben nicht nur um Individuen geht, sondern um den Dreiklang von Individuum, Gesellschaft und Planet. Und schließlich, und auch das seht ihr gleich nochmal in den Ebenen, in den Bereichen des Future Skills Navigators, es geht auch um das Menschliche. Also Stichwort Mensch versus Maschine. Was ist denn das, was den Menschen am Schluss noch ausmacht? Was ist das, was das genuin Menschliche, und diese Fähigkeiten gilt es zu entfalten. Und wenn wir bei Menschlichen sind, dann sind Werte und Würde nicht weit. Deswegen haben wir gesagt, menschlich und werteorientiert. Das soll das Future Skills Mindset sein. Bleibt jetzt die Frage, wie sieht das konkret aus? Was ist denn jetzt dieses Future Skills Skillset? Also wie sieht der Future Skills Navigator aus? Und den schauen wir jetzt einfach mal an. Was ist das Skillset? Der Future Skills Navigator ist im Prinzip ein Framework, der zwei verschiedene Aspekte betrachtet. Das erste, es gibt verschiedene Bereiche, die das Menschsein definieren. Und zwar gibt es natürlich das Rationale. Und das ist das, was wir zur Genüge und sehr tief bereits in den vergangenen Jahrhunderten letztendlich gelehrt und vermittelt haben. Das ist alles das, ich verstehe die Welt, ich beschreibe die Welt, ich analysiere die Welt, wo die viele Naturwissenschaften natürlich aufsetzen. Das heißt, das Rationale begreifen und verstehen. Aber das ist ja nicht alles, was unser Menschsein, unsere Menschlichkeit ausmacht. Es gibt ja noch andere Ebenen. Die zweite Ebene ist das Emotionale. Das heißt, wir spüren Dinge, wir spüren uns selbst, wir spüren andere. Wir spüren uns als Gemeinschaft und wir spüren hoffentlich, auch das ist natürlich viel in der modernen Welt in die Ferne gerückt, aber wir spüren und sollten auch ein planetares Spüren haben und eine Wahrnehmung für die Systeme, die uns umgeben, derer wir Teil sind. Es gibt noch eine weitere Ebene und zwar das Spirituelle. Und mit spirituellen meinen wir jetzt nicht unbedingt das Religiöse, sondern wir meinen die Verbundenheit, Verbindung stehen mit, sich praktisch in Verbindung fühlen mit sich selbst zum Beispiel oder mit anderen oder eben mit der Welt in Verbindung stehen. Und das vierte, und das reicht ja nicht aus, wenn man jetzt erleuchtet ist und in Verbindung steht und spürt und versteht, sondern wir müssen wirksam werden. In einer Welt, die zunehmend im Wandel ist, wo es auch viele relevante Fragen und Herausforderungen gibt, ist es wichtig,
dass wir wirken, dass wir transformieren, dass wir verändern, dass wir gestalten und dass wir die Kompetenz dazu haben und gleichzeitig, das, was wir vorhin angesprochen haben, auch diese Selbstwirksamkeit empfinden. Das sind das, was wir die vier Future-Skill-Bereiche bezeichnen. Und dann haben wir eben genau diesen systemischen Blick einnehmend geschaut, wo wirken denn jetzt diese Future-Skills? Und da gibt es vier Ebenen. Es gibt zunächst erstmal die innere Ebene, das ist die persönliche Ebene, die Ich-Ebene. Das heißt, ich kann mich verstehen, ich kann mich transformieren, ich kann mich verändern durch Lernen zum Beispiel, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich kann aber auch andere spüren oder ich kann aber auch mich selber spüren oder mit mir in Verbindung stehen, durch Achtsamkeit, durch Grenzen setzen, solche Themen. Das zweite ist dann die relationale Ebene, also die Beziehung zu einer anderen Person, die Du-Beziehung. Das dritte ist dann, viele Du-Beziehungen formen Wir-Beziehungen. Das können Teams sein, das können Organisationen sein. Letztendlich ist das auch unsere Gesellschaft. Das sind ganz viele Wir-Beziehungen, Du-Beziehungen in Summe, die natürlich emergent, also aus der Übersummativität entstehend, neue Qualitäten bieten. Und die wirken auch in allen vier Future-Skill-Bereichen. Und das war uns aber nicht genug. Wir haben gesagt, es reicht nicht, wenn wir anthropozentrisch Skills mappen und darstellen und vermitteln, sondern wir müssen auch dieses holistische Bewusstsein, das systemische Bewusstsein haben. Und deswegen braucht es noch eine vierte Ebene, die wir mangels eines besseren Wortes alle und alles genannt haben. Das heißt, die Verbundenheit, das Verstehen von zum Beispiel planetaren Systemen und zu diesen Systemen oder das Verändern und Transformieren im Sinne von positiven Gestalten eben genau solcher Systeme. Und aus dieser Logik heraus ergibt sich ein 4x4 praktisch Logik mit 16 Future-Skill-Klassen. Und die würden wir jetzt ganz kurz, ohne da ganz ins Detail zu gehen und alles beleuchten zu können, einfach mal durchgehen, um so aufzuzeigen, was das Spektrum ist und was eigentlich dieses neue Menschsein alles ausmacht. Fangen wir direkt an beim rationalen Bereich. Was sind da die vier Skill-Klassen? Und rechts stehen immer mit den kleineren Bullets ganz konkrete Skills, die da dazugehören. Da ist eben auf der Ich-Ebene Selbstmanagement. Also setze ich die richtigen Prioritäten? Bin ich in der Lage, mich selbst zu führen? Auf der Du-Ebene Interessensausgleich. Also wenn ich mit anderen interagiere, verstehe ich, was die sagen? Kann ich aktiv zuhören? Kann ich Konflikte bewältigen? Kann ich sinnvoll argumentieren? Auf der Wir-Ebene sind wir im Bereich von Projekten und Teams. Wir haben vorhin über agile Schul- und Hochschulentwicklung gesprochen. Da geht es also genau darum, wie organisiere ich denn Teams, wie organisiere ich eine Organisation in einer VUCA-Welt, sodass Zusammenarbeit möglich ist und man auch Projekte schnell und wendig, also agil, anpassen kann. Und auf der Alle-Alles-Ebene systemisches Denken. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal betont, wie wichtig das ist, dass man Muster erkennt, dass man in Systemen denkt und kritisch denkt und hinterfragt. Das waren die Rationalen. Wie sieht es denn bei den Emotionalen aus? Bei den Emotionalen haben wir auf der Ich-Ebene die Selbstwahrnehmung, also die Fähigkeit zum Beispiel achtsam zu sein, auch sich selbst zu akzeptieren, sich selbst wahrzunehmen, nach innen zu schauen und auch mit Veränderungen umgehen zu können. Also Resilienz zum Beispiel als Thema, was dann zu Wohlbefinden und zu Glück führt. Auf der Du-Ebene ist es die Beziehung. Kann ich andere spüren? Empathie und Mitgefühl zum Beispiel. Und daraus entstehen Toleranz, Fürsorge und Beziehungen aufbauen und pflegen. Ganz wichtiges Element für Zukunftsfähigkeit. Auf der Wir-Ebene dann die Frage der Identität. Wer sind wir eigentlich? Wozu gehören wir? Was ist identitätsstiftend? Das hat ganz viel zu tun mit der psychologischen Sicherheit zum Beispiel. Kann ich mich dort artikulieren? Vertraue ich, dass ich dort so angenommen werde und auch auf Dinge hinweisen kann und mich öffnen kann, die mich beschäftigen. Und aber dann auch die Frage, die da natürlich mit einhergeht, der Begleitung, der Moderation, Kompetenzen, die es ermöglichen, Teamdynamiken so irgendwie zu orchestrieren, dass Gestaltung möglich wird. Und auf der Alles-Ebene dann das globale Bewusstsein. Also die Frage auch, was, und das ist das Spüren, die Mensch-Natur-Beziehung zum Beispiel, ist ein ganz zentrales Element, was insbesondere im globalen Norden und in den westlichen und industrialisierten Kulturen natürlich sehr stark in die Verdrängung gekommen ist, weil wir sehr stark technologieorientiert sind und effizienzgetrieben. Auch das Bewusstsein in einer zunehmend vernetzten globalen und planetar vernetzten Welt, die Frage, wo gehören wir eigentlich dazu, diese Weltbürgerschaft und auch dieses Gefühl der Dankbarkeit, der Ehrfurcht, was in vielen Teilen eigentlich verloren gegangen ist, weil wir sehr stark auf kurze Ziele und auf Effizienz getriggert sind. Im Bereich der spirituellen Future Skills haben wir auf der Ich-Ebene Sinn und Selbstantrieb. Also was ist das, das mich antreibt? Aber traue ich vielleicht auch mal auf meine Intuition und auch ganz wichtig im Bereich Bildung, habe ich diesen Spieltrieb, diese Lust am Experimentieren und Ausprobieren und der mich vielleicht dann sogar in den Flow-Zustand bringt.
Dann Führung, auch das haben wir vorhin schon mal angesprochen, auch eine neue und andere Art zu führen, Vorbild sein zum Beispiel und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Dann das Thema, naja, wie schaue ich denn in die Zukunft, also Vision und Langzeitorientierung. Bin ich in der Lage, eine Vision zu entwickeln? Und bin ich dann in der Lage, diese Vision herunterzubrechen in konkrete Schritte? Aber denke ich eben nicht nur an morgen oder übermorgen, sondern noch ein bisschen drüber hinaus. Hat auch wieder natürlich Querbezüge zum systemischen Denken, weil Langzeitorientierung heißt, ich muss auch verstehen, wie so komplexe Systeme funktionieren. Und auf der Alles-Ebene Verantwortung. Also handle ich verantwortungsvoll? Habe ich Grundsätze für mein Handeln? Und beschäftige ich mich mit den Themen Nachhaltigkeit? Also wirke ich nachhaltig und stelle ich vielleicht nicht nur den Menschen, sondern das Leben und das Überleben auch von anderen Spezies in den Fokus. Und schließlich kommen wir zu den transformationalen Skills, also der Frage, wie können wir wirken, wie können wir gestalten? Und das findet bereits auf der Ich-Ebene statt, die Selbstentwicklung, sich weiterentwickeln. Da startet es natürlich mit Neugier, dass ich offen bin, dass ich interessiert bin an Neuem und das auch sehe, Chancen sehe und Chancen oder Neues als Chance begreife. Das lebenslange effektive Lernen, zu lernen, wie man richtig lernt, wie man Zugang sich schafft zu neuen Fähigkeiten, zu neuem Wissen. Und natürlich da auch wieder diese Inner Work, also an sich, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Auf der Du-Ebene dann die Befähigung, also die Frage, wie können wir Menschen begeistern, wie können wir sie befähigen, wie können wir sie ermutigen, um gestaltend tätig zu werden. Auf der Wir-Ebene ist es dann die Innovation, Organisation. Also wie können wir Organisationen so wandeln, dass sie zukunftsfähig sind, dass sie innovativ sind, dass Menschen in diesen Gebilden, in den Communities, Organisationen mitdenken und mitgestalten und sich an neue Dinge anpassen. Und auf der Alles-Ebene dann die Transformation, also wirklich die Veränderung und wie wir große Mengen an Menschen und Interessensverbündeten sozusagen zusammenführen, MitstreiterInnen finden, um ko-kreativ eine Zukunft zu gestalten und Wirkung zu entfalten. Das war jetzt ein Blick in das Skillset rein. Jetzt die konkrete Frage, wie könnten wir es denn tun? Was ist denn das Toolset? Was ist der Hammer in unserem Werkzeugkasten, um Future Skills in den Hochschulbereich zu bringen? Da einfach ein paar erste Blitzlichter. Zum einen haben wir das, was wir gerade vorgestellt haben, eben in unserem Buch, dem Future Skills Navigator, zusammengestellt. Wir sind gerade dabei, das noch auf Englisch rauszubringen. Haben aber auch ganz viel von dem, was wir gezeigt haben, auf der Website stehen, mit noch viel detaillierteren Beschreibungen. Also einfach mal reinschauen, futureskillsnavigator.de. Und da gibt es sogar ganz viele Übungen zum Download. Das heißt, wenn man da konkret anfangen möchte für sich selbst oder das eben auch in der Lehre einsetzen will, dann haben wir für jede dieser einzelnen Skills, die wir beschreiben, also 64 an der Zahl, weil ja jede der 16 Klassen, die wir vorgestellt haben, 4 Skills nochmal hat, Übungen zusammengestellt, die es dort, wie gesagt, zum kostenlosen Download gibt. Und The Future Company, das ist das Unternehmen, mit dem wir eben dieses Thema Future Skills in Organisationen, also in den Hochschulen, in den Schulbereich und auch in Wirtschaftsunternehmen hineintragen. Zu guter Letzt noch ein Blick, was war denn nochmal die bessere Zukunft? Die bessere Zukunft muss einfach auch ein systemisches Verständnis beinhalten. Und das ist genau der Startpunkt auch vom Future Skills Navigator und unser Verständnis. Es startet natürlich, dass wir Wohlbefinden und letztendlich dieses Wellbeing für das Individuum, für den Menschen, für jeden und jede Einzelne von uns ermöglichen wollen. Das Zweite ist, dass das natürlich eingebunden ist in den gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, wir brauchen auch eine gesunde Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo eben Wohlbefinden stattfindet. Und das wiederum ist nicht losgelöst von planetarer Gesundheit. Unsere Gesundheit, sowohl als Gesellschaft als auch als Individuen, ist fundamental abhängig von einem gesunden planetaren System. Und das ist das systemische Verständnis, was wir haben. Und das definiert auch das neue Menschsein des 21. Jahrhunderts. Das neue Menschsein bestimmt auch, dass wir miteinander sprechen und reden können. Deswegen in den letzten 4 Minuten wollen wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Wir sind aber dann auch nochmal an den Thementischen. Das heißt, wenn ihr mit uns weitersprechen wollt, dann gerne das. Wir haben 2 Fragen. Was braucht es, um Future Skills im Hochschulkontext zu verankern? Und was kann ich persönlich dazu beitragen? Wir freuen uns aber natürlich auch auf jede andere Frage und Rückfrage zu dem, was wir in den letzten 30 Minuten vorgestellt haben und sagen erstmal herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank an euch beide. Das war sehr inspirierend. Vielleicht noch mal kurz der Hinweis, wenn Sie oder ihr Fragen stellen wollt, ihr könnt die Hand heben. Das sieht man bei uns hier leider nur sehr kurz.
oder ihr schreibt die einfach in den Chat. Wir haben gerade schon eine gesehen, da war was, warum ist nichts vom, Moment, müssen wir hochscrollen, vom 4C. Moment. Na. Ah, ich sehe es gerade. Warum ist jetzt gar nichts vom P21-Framework dabei, wie etwa 4C? Na, natürlich sind die Skills aufgeführt, ne? Also da Kreativität tauchte auf, Kollaboration tauchte auf, die sind alle vorhanden. Wir haben auch im Buch einen Abgleich gemacht mit vielen anderen Frameworks, sodass wir im Prinzip anschlussfähig sind an alle auch Inner Development Goals, die da existieren. Wir haben aber keines gefunden, sonst hätten wir kein eigenes entwickelt, dass das Ganze eben so ganzheitlich angeht und auch diese Mission eben hat von einer besseren Zukunft mit diesem Dreiklang, über den wir gesprochen haben.